Ja, vorgenommen haben wir uns einiges. Und zum einen, dass wir unseren Fans einen Sieg zum Abschied schenken, bevor wir in die Winterpause gehen. Uns für die tolle Unterstützung jetzt vor der Winterpause bedanken. Und zum anderen wollen wir natürlich mit einem positiven Gefühl das Ganze beenden und in die Winterpause gehen und uns auch für die beiden Spiele oder eine Bestätigung für die beiden letzten Spiele noch holen, wo wir sehr gut aufgetreten sind und ja, und das Ganze auch nochmal wiederholen wollen. Ich meine, wir sind gewarnt, wenn der Gegner 18 Punkte in der Ferne geholt hat, das heißt bei den Auswärtsspielen geholt hat, mehr als die Hälfte ihrer Punkte, bedeutet das eine Mannschaft, die sehr gut organisiert ist, die in der Defensive gut steht, die vor allem auswärts sehr gut kontern kann und auch eine große Effektivität aufweist, mit Groß vor allem einen Stürmer vorne in ihren Reihen hat, der eine sehr gute individuelle Qualität, über eine sehr gute individuelle Qualität verfügt. Ansonsten gut ausgebildete Jungs, wenn man bedenkt, dass 12 Spieler aus der Hoffenheimer Jugend kommen, insgesamt 8 oder 9 Spieler aus der Karlsruher Jugend kommen, das heißt eine gut zusammengestellte Mannschaft mit entwicklungsfähigen Spielern, gut ausgebildeten Spielern, die auch über eine gute Qualität verfügen. Aber letzten Endes wird es darauf ankommen, wie wir auftreten und wie wir unser Spiel umsetzen können. Das haben wir auch in den beiden letzten Spielen so getan und daran wollen wir eigentlich anknüpfen, uns mehr auch mit unserem Spiel beschäftigen. Ja, nicht die gleiche Situation. Ich sag ja, Patrick Halt hat leider die Pechsträhne so ein bisschen gebucht. Es hat wieder im Zweikampf einen auf den Knöchel abbekommen, dass er auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen wird. Ich lache mittlerweile drüber, weil es halt sehr schade ist. Er ist einfach nicht auf den grünen Zweig gekommen, so dass er kontinuierlich trainieren und was leisten kann. Ich hoffe, dass der das jetzt in der Winterpause abschüttelt und nochmal jetzt nach der Winterpause voll angreifen kann. Ansonsten haben wir Dadaschow. Wir werden am Freitagmorgen einen Härtetest durchführen bei ihm, ob es für dieses Spiel eventuell nochmal reichen kann oder nicht. Ob es dann Sinn macht, ihn in den Kader zu nehmen. Ansonsten, der Rest ist ja soweit bekannt. Das heißt, die Langzeitverletzten stehen uns nicht zur Verfügung. Der Rest ist soweit an Bord. Wie der Trainer schon gesagt hat, wir wollen die 3 Punkte hier lassen. Wollen das Ganze mit einem positiven Gefühl beenden. Und ja, man muss sagen, dann haben wir das Maximale aus den 3 Spielen geholt. Mit Homburg, Freiburg und Waldorf. Und das ist unser Ziel. Das war auch unser Ziel davor.